Ich habe im letzten Jahr 20 Kilo verloren und möchte einfach wissen, was ich aus meinem Typ sonst machen kann. Hallo und willkommen zurück aus Münster. Heute geht es um das Thema Weiblichkeit und figurumschmeichelnde Mode. Ich heiße Rebecca, bin 31 Jahre alt, ich komme aus Liechtenfels, bin Verwaltungsangestellte und habe 2 Jungs. Ich wünsche mir, dass ich Tipps bekomme, was ich jetzt mit meiner neuen Figur tragen kann, weil ich mir da einfach ziemlich unsicher bin, was mir steht. Hallo! Ja, Rebecca, schau mal, du hast dir einen femininen Look von uns gewünscht und wir haben für dich unsere aktuelle September-Kollektion ausgewählt. Vielleicht lacht dich ja etwas direkt an. Ja, die Strickjacke. Eine sehr gute Wahl, wie ich finde, weil das ist unsere aktuelle Trendfarbe, Senf. Also ein ganz großes Thema in diesem Herbst. Senftöne kannst du, wie du hier siehst, sehr, sehr schön kombinieren mit einem hellen Blau, aber auch mit einem Dunkelblau oder auch in so Grautönen. Untenrum vielleicht ein bisschen etwas Figurbetontes. Und da finde ich zum Beispiel diese Leggings sehr schön. Die hat so eine Velour-Leder-Optik. Beim Thema femininer Look denke ich immer schnell an eine Bluse. Zum Beispiel diese hier finde ich sehr schön für dich. Die hat so ein Paisley-Muster. Da greifst du nochmal dann diesen Senfton auf und hast aber auch nochmal das Blau der Hose darin. Fände ich persönlich einen schönen Look. Mhm. Ja? Ja? Dann würde ich sagen, ist das der erste Look, den wir gleich mal ausprobieren. Ja, wenn wir dann beim Thema Bluse bleiben und auch hier in dieser Senf- und Gewürzfarben-Optik, dann würde ich vielleicht mal eine Bluse ganz in Senf nehmen. Wie du siehst, die hat ja die durchbrochenen Ärmel, das heißt, da schimmert so ein bisschen Haut durch. Hier ist das unterfüttert natürlich. Sehr schön fließend. Auch das würden wir kombinieren mit einer engen Leggings. Hier schön mit dem ganz modernen Seitenstreifen, Galon auch genannt, auch in dieser Lederoptik. Und dann, damit es nicht zu viel Senf ist, würde ich vorschlagen, wir nehmen hier diese Strickjacke nochmal dazu, die so schön aufspringt. Dann hat man da auch nochmal, passt das sehr schön zusammen. Und dann gehen wir doch mal rüber zu einer ganz anderen Farbwelt. Genau, wir haben nämlich im Herbst auch diese schönen Beerentöne, also diese dunklen, warmen Rottöne, die man dann kombiniert mit Schwarz oder mit Grau. Da könnte zum Beispiel ein schönes Teilchen für dich sein, diese Bluse. Vorne etwas kürzer, hinten etwas länger. Ich zeige dir das einmal. Und wirklich auch sehr angenehm vom Material. Zu so einer Vokuhila-Bluse bietet es sich auch an, wieder zu einer Leggings zu greifen. Und zwar dasselbe Modell, was Marcello dir gerade schon gezeigt hat, haben wir auch in Schwarz. Und wenn du den Look so ein bisschen angezogener möchtest, könntest du dazu dann auch noch hier so einen kurzen Mantel kombinieren mit so einem Waffelmuster, nenne ich es mal. Ja. Ja, wenn du Lust hast, würde ich sagen, gehst du dich direkt einmal umziehen, ja, und wir schauen mal, was dir passt und steht und gefällt vor allem. Okay, gut. Viel Spaß. Hier ist Outfit Nummer 1 in dieser wunderschönen Gewürzfarbenoptik. Toll ist da schon mal zu sehen, wie die Hose deine Beine betont, die Jeggings in dieser Wildlederoptik. Und schön auch die Bluse fließend mit dem Muster und dem verspielten Quastendetail. Was mir nicht ganz so gut gefällt, ist aber die Jacke, weil die so viel verdeckt. Da würde ich vielleicht lieber etwas engeres, figurbetonteres wählen. Dann schauen wir hier mal durch. Genau diese, die Kathi hier schon gezeigt hat. So ein bisschen mit angedeutetem Kragen wie bei einem Blazer. Und dann hast du hier nochmal diesen Blumendruck. Ich glaube, das könnte besser passen. Ja, auch ein sehr, sehr schönes Outfit. Ich glaube, das ist einfach der perfekte Hosenschnitt für dich. Wie fühlst du dich denn? Ja, ungewohnt, aber ungewohnt. Schön. Was ist ungewohnt? So sehr enge Hosen als Frau. Ja, okay. Ja, doch, aber ist schön.
Aber kannst du dich dran gewöhnen, ja, meinst doch. Du? Also ich finde, das ist auch ein tolles Outfit. Ich könnte jetzt schon nicht sagen, was ich schöner fände. Sehr schön hier auch wieder die Leggings mit dem Galonstreifen und die weitere Bluse mit dem Mustermix. Ist aber für mich sehr viel schwarz, das ist das Erste, was mir auffällt. Sehr, sehr dunkel. Ich finde, das erdrückt dich so ein bisschen. Also mein Outfit ist das nicht. Ja, ich glaube, es ist ein sicherer Look, aber ich bin ein bisschen bei dir, Marcello. Und ich denke, so beim Umstyling geht es ja auch darum, dass du mal wirklich was total Neues ausprobieren möchtest. Hast du denn einen Look, wo du sagst, boah, da fühle ich mich richtig wohl drin? Ja, der erste. Der erste Look. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir doch den. Ich würde dich ganz gerne in so einem eher kühleren Braunton färben, mhm, und dir tatsächlich dann so ein bisschen mehr, so eine gewisse Länge geben, so ein bisschen verlängern und ein bisschen verdichten mit Extensions. Mhm. Hast du da Lust drauf? Ja. Super. Aufgeregt? Na, das glauben wir. Dann wollen wir dich auch gar nicht lange auf die Folter spannen, sage ich. Und lüften das Geheimnis. Wow. Wie gefällt sie dir? Gut. Ganz anders. Komm, aber schön näher hier. Und guck dich mal an, von oben nach unten. Haare. Du hast Haar gewonnen. Ja, aber schön. Du hast einfach ein bisschen mehr Fülle, ein bisschen eine kleine Veränderung im Haarton, ein bisschen aschiger bist du geworden. Also, und ich schön finde, die Farben auch, ja, dazu. Der Senfton oder wie ich ja eben schon gesagt habe, die Gewürzfarben mit dem Blauton. Also das harmoniert sehr, sehr schön. Okay, danke schön. Gerne. Ja, hinter uns wird noch lustig fotografiert, aber leider war es das auch schon mit unserem heutigen Umstyling. Aber ich finde, Kathi, uns ist wieder eine super Veränderung gelungen. Ja, und wenn es euch zu Hause auch gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder hier mit dabei seid. Es geht weiter im Oktober und dann haben wir auch wieder eine tolle neue Kandidatin für euch ausgesucht. Von fröhlichen Familien empfohlen.